Es gibt ja gerade so eine Art Vakuum, was Nationalmannschaften angeht, nachdem die Männer ja in einem veritablen Tief sind. Glauben Sie, dass Sie mit den Frauen dadurch die WM dieses Vakuum vielleicht auffüllen können und plötzlich alles nur noch über die Frauennationalmannschaft redet und niemand mehr über die Männer? Das ist eine dämliche Frage, um ehrlich zu sein. Wir werden nur auf uns schauen. Also, und uns ist bewusst, dass wir letztes Jahr mit der Europameisterschaft was entfacht haben und uns auch bewusst ist und wir ja grundsätzlich auch einen Druck haben, das mit der WM mindestens bestätigen zu müssen, eigentlich. Aber ich will da jetzt nicht drüber sprechen, zu sagen, ja, hinterher spricht man nur noch von den Frauen und von den Männern. Also ich würde mir wünschen, dass man von uns beiden spricht und ja, die Männer auch wieder da aus ihrem kleinen Tief rauskommen. Das wünschen nicht nur wir uns, ich glaube, das wünscht sich auch ganz Deutschland. Und von daher wollen wir allgemein und zusammen einfach wieder eine mehr oder weniger Fußballmacht in der Welt werden. Und das ist der Ansatz und der Anspruch von den Männern. Das ist unser Anspruch. Und das wollen wir möglichst gemeinsam dann irgendwie auch wieder hinkriegen.